Hi Leute, hier ist wieder der Kelvin und es gibt mal wieder ein Portfolio-Review. Ja, und für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, sei gesagt, dass es sich hierbei um eine persönliche Meinung handelt. Also ich bin keiner, der festlegt, wie man etwas machen muss. Ich bin einfach jemand, der schon viele Menschen fotografiert hat und vielleicht ein bisschen Erfahrung einbringen kann. Und ja, irgendwann kommen auch mal andere Bilder als Porträts. Davon habe ich auch einige bekommen. Aber jetzt machen wir erstmal noch so ein paar Porträts. Da fühle ich mich noch ein bisschen ja, mehr zu Hause und kann auch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar mit dem Bild hier links oben. Und ihr seht immer in dem Bild selbst die Signatur oder das Copyright. So könnt ihr dann auch problemlos mal nach der Person googeln und die Website anschauen. Ich werde auch nochmal alle Bilder in der Videobeschreibung erwähnen. Und in der Videobeschreibung steht auch, was ihr tun müsst, wenn ihr mir selbst mal Bilder schicken wollt, die ich dann vielleicht hier mal ja, beurteile, kritisiere oder was auch immer. Gut. Jetzt haben wir uns das Bild lang genug angeschaut und ihr könnt ja mal selbst überlegen, was ihr hättet anders gemacht. Ich bin übrigens keiner, der jetzt hier irgendwie nach Fehler suchen will. Also ich sage ja auch die positiven Dinge. Es gibt meistens halt immer ein paar Kleinigkeiten, die ich anders gemacht hätte. Das ist auch ein schönes Bild hier, was ich hier sehe. Das Erste, was mich aber total ablenkt, ist die Schärfe. Ich habe das Gefühl, dass die Blume links im Bild, also ihr seht die hier, dass sie einfach schärfer im Bild ist als ihr Gesicht, als ihre Augen. Und es stört mich dann doch schon sehr. Es sei denn, das ist jetzt eine Blumenwerbung, die geschmückt wird mit einem Mädel, aber für mich ist die Schärfe einfach zu stark noch auf der Blume, auf dieser einzigen Blume. Also ich finde es gut, dass mit offener Blende fotografiert wurde. Das gibt dem ganzen Bild eine Tiefe. Ich hätte aber wahrscheinlich geschaut, dass das Modell oder die Person vielleicht noch einen Meter zurückgeht, dass sie nicht auf der Ebene ist von der Blume links hier. Und dann hätte man da noch ein bisschen mehr den Fokus, ein bisschen mehr aufs Gesicht bringen können. Ich bin auch mir nicht sicher, ob ich den Bildausschnitt so gewählt hätte. Also ich hätte als erstes mal, wie gesagt, sie noch ein bisschen zurückgehen lassen, dass sie nicht auf der gleichen Schärfeebene sind. Und dann hätte ich wahrscheinlich den Schnitt enger gemacht. Denn die Haare oben, die gefallen mir überhaupt nicht. Diese Haarfussel, die da wegstehen, das sieht nicht schön aus. Das ist immer so ein bisschen ein Problem draußen im Freien. Entweder noch mehr Haarspray drauf oder dann wegretuschieren, beziehungsweise mir ist hier im oberen Drittel zu viel Zeug, was eh nicht so spannend ist. Deswegen wäre ich wahrscheinlich, ich versuche das mal so ein bisschen zu zeigen, ich wäre wahrscheinlich so näher dran gegangen. Dann wirkt sie auch ein bisschen intensiver, weil man näher dran ist. Und dann diese Blume vielleicht noch ein bisschen in die Unschärfe und dann finde ich das eigentlich schon viel spannender, das Bild. Es muss nicht immer der obere Teil von den Haaren drauf sein. Also hier passiert nichts, was jetzt so spannend wäre oder einzigartig. Wenn sie jetzt eine Blume in den Haaren noch drin gehabt hätte, wäre das was anderes oder ein Accessoire. Aber so wäre ich dann vielleicht doch ein bisschen näher rangegangen. Zu guter Letzt muss ich noch sagen, dass das Lächeln, ich war jetzt nicht dabei, aber auf mich etwas gekünstelt wirkt. Also nicht ganz so entspannt. Vielleicht ist es so, die Person, das kann ich nicht beurteilen. Aber als jemand, der das Bild nicht kennt, finde ich das Lächeln eher ein bisschen verzweifelt, also noch nicht ganz den Volltreffer. Aber wie gesagt, das ist schwer zu beurteilen, weil ich ja die Person nicht kenne. Gut, jetzt gehen wir mal weiter ins nächste Bild und das zoomen wir vielleicht auch nochmal unten ran, dass ihr mal seht, von wem das Ganze ist. Timo Raab haben wir hier. Und ja, da war ich ein bisschen verwirrt bei diesem Bild, denn ich kann mir nicht erklären, was am Hals los ist. Also falls diese Person eine Verbrennung hat oder was auch immer, dann ist das in der Regel, also wenn dieses Bild für die Person ist, absolut berechtigt, dass man das lässt. Aber man muss einfach damit rechnen, dass der Betrachter des Bildes erstmal sich fragt, was ist da? Liegt da eine Textur drüber oder ist es vielleicht eine Verbrennung? Ich nehme an, das war so bei der Dame. Und dann hätte ich es wahrscheinlich aber trotzdem weggemacht oder wegreduziert. Denn dieses Bild ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Charakterporträt, sondern eher, ja, fast schon ein bisschen Fotokunst. Also ich finde, es wirkt Dark Art, ein bisschen düsterer, spannender, die Wolken. Wobei die Wolken, muss ich auch dazu sagen, die finde ich noch zu blau im Hintergrund. Dieses Blau der Wolken bringt für mich Frische ins Bild. Und das möchte ich hier jetzt eigentlich nicht sehen. Also ich hätte
mir eher gewünscht, dass man das Blau im Hintergrund wenigstens die Sättigung rausnimmt. Dann wirkt das Ganze ein bisschen stimmiger, ein bisschen düsterer. Und dann hätte ich die Story gehabt, dass sie halt eben draußen steht, die Wolken ziehen sich zusammen, Donner, es wird düster, es wird dunkel und es würde so zum Typ alles ein bisschen passen. Also das geht so in meinem Kopf vor. Genau. Und eine Kleinigkeit noch, das Gesicht wirkt mir ein bisschen zu flach. Von der Retusche oder von der Ausleuchtung, ich weiß es nicht. Wenn man das vergleicht mit dem Oberkörper, da sind noch so ein bisschen hell, dunkel, Schattierung drin und das Gesicht wirkt dann doch schon, ja, fast schon zu flach. Gerade hier an den Rändern, also da wird meiner Meinung nach ein bisschen zu viel bearbeitet, beziehungsweise falls nicht zu viel bearbeitet wurde, hätte ich auf jeden Fall ein bisschen versucht, noch mit Dodge and Burn, aufhellen, abdunkeln, vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Bild. Ja, nicht zu überlesen, wer es gemacht hat, der Marvin. Und da schauen wir mal, es sieht jetzt ein bisschen unscharf aus, aber wie gesagt, ich poste euch ja die Bilder nochmal in der Anmerkung. Das Bild ist schon scharf. Ja, da ist mir ein bisschen schwer gefallen, ein bisschen Kritikpunkte zu finden. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich finde den Look des Bildes irgendwie zu matt, zu fad, zu langweilig. Vielleicht ist es auch ein persönlicher Geschmack, aber dieses, ja, so ein bisschen beige alles und weiß auch nicht, ich hätte mir ein bisschen mehr Pep gewünscht. Auch ihr Gesicht, finde ich, geht völlig unter. Also ist sehr dunkel im Gegensatz zum Hintergrund. Ich hätte das Gesicht wahrscheinlich noch ein bisschen aufgehellt. Hätte generell versucht, hier im Bild aufzuhellen und drumherum abzudunkeln. Also ein bisschen mit einer Vignette nachträglich noch das Licht ein bisschen führen. Weil ich glaube, hier soll der Betrachter hin. Das ist der wichtige Part. Und es gibt einfach noch zu viele helle Bildpixel im Bild, die vielleicht nicht so die große Rolle spielen. Also die Schuhe sind auch sehr hell. Ich finde auch das Outfit, wobei ich bin jetzt echt überhaupt kein Experte, was Mode angeht. Wahrscheinlich passt das Outfit vielleicht sogar perfekt. Man muss dazu sagen, dass es jetzt über den Screen auf dem iPad hier die Schuhe ein bisschen heller wirken, als sie tatsächlich sind. Also, aber ich finde es nicht ganz passend. Also der obere Teil, die Jacke finde ich sehr geil. Auch die Mütze finde ich sehr passend zur Jacke. Aber dann, was sind das? Schwarze Leggings und dann die Schuhe. Ja, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit. Also da unten hätte ich mir vielleicht was Dunkleres gewünscht und von den Hosen her irgendwie was mit mehr Strukturen, dass es mehr so zum Oberteil passt. Aber wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fashion-Experte. Genau. Und dann hätte ich ihr noch ein bisschen mehr Platz gegeben. Ich denke, da hätte man vielleicht mehr Räumlichkeit drauf genommen. Wo steht sie? Was macht sie da? Also gerade oben hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Luft gegeben. Und vielleicht auch rechts noch ein klein wenig, dass man ein bisschen mehr vom Umfeld mit dazu nimmt. Also es wirkt alles ein bisschen eingeengt. Okay, aber wie gesagt, alles sehr, sehr starker persönlicher Geschmack. Und dann kommen wir mal zu diesem Bild hier. Stephanie steht hier, hat es gemacht. Und generell dieses Thema Wald und dann dieses Outfit, so ein bisschen, keine Ahnung, eine Fee oder nee, eine Fee ist übertrieben, aber so ein Kleid, Mystik, sieht so ein bisschen nach Fantasy aus, auch der Kopfschmuck, was sie da oben hat. Das finde ich eigentlich ein gutes Thema. Ich glaube aber, dass man bei diesem Bild hätte mehr rausholen können. Und zwar, was mir überhaupt nicht gefällt, und das ist eigentlich so mit das Einzige, ist das Licht. Und wenn man da auf den Augenreflex schaut, das sieht man jetzt hier nicht, dann gehe ich davon aus, dass ein Licht sehr direkt gebracht wurde, vielleicht sogar ein Aufsteckblitz, ich weiß es nicht. Und das finde ich nicht so gut. Also hier hätte ich mir eine riesig große, weiche Lichtquelle gewünscht, die vielleicht von viel mehr von oben kommt, also mehr so, ja, Sonne oder Mondlicht, mehr Licht, Schatten, Spannung, düster, Fantasy, vielleicht sogar noch einen unnatürlicheren Farblook drüber, übers ganze Bild. Da hätte man also mehr draus machen können. Ich kann jetzt keinen genauen Lösungsvorschlag sagen, außer dass ich das Licht anders genommen hätte, also viel weicher vielleicht auch. Das ist so, sieht von vorne aus ein bisschen nicht tot geblitzt, aber ja, wie so Eventfotografie im Wald. Soll jetzt aber nicht zu so abwertend klingen. Das hätte ich anders gemacht. Aber ansonsten finde ich die Story oder die Situation eigentlich so, also eigentlich ganz gut. Okay. Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Hier haben wir einen
Ja, ein schönes Schwarz-Weiß-Porträt, gefällt mir gut. Habe ich ja selbst schon in dem Stil öfter mal solche Schwarz-Weiß-Bilder gemacht. Wenn ich mir den Typ anschaue, ist es für mich ein sehr interessantes Gesicht, also sehr markanter Typ. Und er schaut sehr entspannt, freundlich. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt fotografiert hätte, hätte ich ihn auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal intensiver schauen lassen. Und da haben wir jetzt natürlich das Problem, ich bin Betrachter, ich kenne die Person nicht. Wahrscheinlich gefällt es der Person genauso, wie es ist. Und auch vielleicht der Ausdruck. Aber wie gesagt, wenn man die Person nicht kennt, so wie ich jetzt, dann denke ich, hätte ich ihn wahrscheinlich ein bisschen ernster gucken lassen. Und ich hätte von rechts noch einen Auffäller gebracht. Also mir wird es hier rechts zu dunkel, gerade unten im Hals. Also da hätte ich von rechts noch ein bisschen mehr Zeichnung reingebracht, dass man noch ein bisschen mehr sieht. Aber das ist auch sehr stark Geschmackssache. Vielleicht noch ganz dezent das linke Auge, also die Pupille, ein bisschen aufgehellt. Aber ansonsten ist es auch ein schönes Porträt. Also gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Genau, so, jetzt gucken wir uns die Bilder nochmal an. Und ihr könnt jetzt selbst entscheiden, welche Bilder euch am besten gefallen. Mir gefallen sie alle ziemlich gut. Es sind halt auch einfache Bilder dabei. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Einfach heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber so ein Bild, das vergisst du halt schnell wieder. Ja, und das versuche ich immer auf den Weg zu geben, versuche Bilder zu erstellen, die vielleicht noch ein bisschen spezieller sind. Aber klar, solche Bilder muss es auch geben. Es ist ein schönes Porträt. Ja? Vor allen Dingen für die Person ist es wahrscheinlich auch ein schönes Porträt. Und dann, ja, wie gesagt, ich mag schon so ein bisschen mehr speziellere Bilder, wo ein bisschen Story drin steckt. Und das hat man natürlich hier, allein wegen dem Outfit, was macht sie da im Wald und so weiter. Das hier unten ist halt Mode, Fashion-Bild soll es wahrscheinlich sein. Also eher in den Bereich gehen. Und das finde ich auch richtig, richtig spannend. Also da hätte ich, wie gesagt, das Blau noch rausgenommen, düsterer. Und wenn man gerade bei diesem Bild auch hier nochmal, also hier auffällt und drumherum mal ein bisschen extremer abdunkelt, mit einer richtig weichen Kante im Übergang, dann wird es, denke ich mal, viel, viel spannender und auch emotionaler. Okay, aber nochmal. Der Kelvin gibt hier nur seine Meinung und ich müsste selbst rumprobieren. Ich habe die Bilder ja nicht fotografiert. Ihr könnt jetzt auch gerne in die Anmerkung reinschreiben, wie ihr die Bilder findet. Vielleicht schreibt ihr auch dazu, welches Bild euer Favorit ist. Oder gerne auch noch einen Kritikpunkt. Ja, vielleicht war ja noch etwas dabei, was ich vergessen habe. Und wenn euch das gefällt, diese Portfolio-Reviews, dann machen wir natürlich weiter. Ja, dann lest euch die Beschreibung durch, ihr könnt mir Bilder schicken, bitte vergesst nichts. Also die Auflösung, dann das Copyright rein und so weiter. Und dann ist vielleicht euer Bild beim nächsten Mal schon mit dabei. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.